Ja, und jetzt könnt ihr schön eure Fahrtrichtung filmen. Da gehen diese Zähne rein. Und zwar vollautomatisch durch die Magnete. Zack, null Bewegung in die Seite. Die sind ungefähr gleich dick. Das Telefon im Querformat oder im Hochformat dranhängen. Alles mit einem Handgriff. Hier unten dieser kleine Kugelkopf, mit dem kann man das sehr gut ausrichten. Sitzt bombenfest und stört auch nicht. Heute geht es um Peak Design. Ihr habt vielleicht auch das Video gesehen, wo wir die Open Sonderedition gezeigt haben. Ja, Peak Design hat mal angefangen mit diesem Clip, der jetzt natürlich schon eine neueste Generation hier hat. Ja, mit dem kann man einfach die Kamera hier am Rucksack befestigen, zum Wandern, spazieren gehen, in der Stadt rumlaufen. Ja, und jetzt gibt es die Peak Design Mobile Serie. Im Grunde könnte ich jetzt für jedes der Teile hier ein einzelnes Video machen. Das macht aber eigentlich wenig Sinn, weil das, was das Peak Design Mobile System ausmacht, ist eigentlich diese gesamte Vielseitigkeit. Ihr seht hier schon, Foto, Auto, Fahrradmount, Motorradmount, ja, MagSafe-Anschluss zum Laden, Wallet, ja, einfach den Mount zu Hause und noch zwei, drei andere kleine Produkte. Die gehe ich jetzt alle der Reihe nach durch, die Produkte. Ich fange natürlich mit dem Wichtigsten für euch und für mich an, dem Bike Mount. Danach kommt dann der Car Mount und dann die ganzen anderen kleinen Produkte. Ich werde unten so Zeitstempel einbringen, sodass ihr hier zumindest bei YouTube durchskippen könnt und immer zum Thema wechseln könnt. Das wird insbesondere dann auch interessant, weil ich zum Teil auch die Installation zeige. Ihr kauft euch das, wollt nochmal sehen, ja, wie installiere ich das, könnt ihr da direkt hinspringen. Und natürlich verlinke ich auch alle Produkte unten in unserem Shop, sodass ihr direkt darauf zugreifen könnt, die auch wiederfindet. Jetzt würde ich anfangen mit dem Herzstück. Und zwar ist das die Hülle und da steckt ziemlich viel Gehirnschmalz drin. Das Everyday Fabric Case, ein fertiges Case für das Peak Design Mobile System, gibt es für alle iPhone-Modelle ab iPhone Modell 11, 11 Pro und so weiter, 12, 13 und auch für die Samsung S21-Serie. Ja, aber keine Angst, wenn ihr so ein Telefon nicht besitzt, es gibt auch einen sogenannten Universal Mount, den man auf jede Hülle einfach draufkleben kann. Und die zeige ich euch jetzt mal im Detail, weil die sind extrem, ja, extrem dünn. Und trotzdem befindet sich da ein extrem cooler Mechanismus drin, um das Smartphone zu verbinden. Und auch was das MagSafe und das Wireless Charging angeht, trotz Magneten in einer Hülle, ist sehr beeindruckend. Hier das Everyday Fabric Case, iPhone 12 Pro, sehr, sehr dünn. Ich mag diesen Stoffhintergrund. Also der hat jetzt alles hier mitgemacht und ich gehe da auch nicht so richtig pfleglich mit um. Sieht immer noch aus wie neu und hat ein schönes, so ein bisschen so ein Handschmeichlergefühl. Das ist im Grunde die gleiche Hülle wie meine, nur mit einem eingebauten Loop. Das ist die Everyday Fabric Loop Hülle. Ja, dieser Loop ist einfach dafür da, wenn ich ein Selfie mache, einfach ein bisschen oder ein Foto schieße, einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, dass es nicht runterfallen kann. Super interessant ist aber auch dieser Universaladapter. Der passt an jedes Telefon, jedes Smartphone, was ihr habt, einfach eine stabile Hülle nehmen, möglichst nicht so eine weiche, wie ich sie jetzt hier exemplarisch habe, aber ich hatte jetzt leider keine andere, sondern eher irgendwie Hartplastik. Es gibt so welche aus Acrylglas oder ähnliches, dann sitzt das bombenfest. Und dafür liefert Peak Design diese kleine Schablone hier mit. Und dann lege ich diese Schablone hier drauf, habe hier Skalen, dass ich es genau mittig anbringen kann. Dann hier vorsichtig reinkleben, sodass es dann auch wirklich hier in der Mitte sitzt. Ich kann das natürlich auch auf ein iPad kleben, kann das zum Beispiel an die Küchenwand mit dem Wallmount, den ich später zeigen werde, einfach befestigen oder im Bad als, ja, als Fernseh-YouTube-Abspielgerät oder Rezepte drauf lesen und so weiter. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, hält nicht so fest wie so ein kleineres, leichteres iPhone. Kommen wir nochmal zur Dicke der Hülle und auch zur Qualität der Hülle. Wir haben hier die Original-Apple-Silikonhülle, hier das Everyday Case. Ihr seht, das ist gar kein großer Unterschied. Die sind ungefähr gleich dick und das Ganze ist hier sehr, sehr eng eingefasst, sodass ihr hier einen sehr sicheren Schutz habt an der Seite. Müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr ein Schutzglas drauf habt. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwas Hochwertiges, ganz Dünnes zu nehmen. Wenn ihr ein zu dickes Schutzglas nehmt, könnte das sein, dass das Blasen schlägt, also sozusagen durch diese seitliche Bewegung sich abheben kann. Hier nochmal exemplarisch eine andere Hülle. Hier sieht man, ja, das lässt sich weiter auseinanderbiegen. Also tatsächlich ein kleiner Sicherheitsbonus für diese Hülle. Jetzt kommt nochmal die Messlehre zum Einsatz. Wir messen mal tatsächlich die Original-Apple-Hülle. 10,64. Peak-Design-Hülle sogar ein bisschen dünner, 10,5. Hier habe ich mal als Muster so ein aufgeschnittenes Modell. Ihr seht, die Hüllendicke ist hier gerade mal 2,35 mm. Ja, mal so ein bisschen Größenvergleich. Sehr, 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 sehr dünn. Jetzt sagt natürlich der eine oder andere, ja, dünne Hülle kann ja jeder. Jetzt ist aber das Spannende natürlich, dass wir hier einen Mechanismus drin haben, der bombenfest hängt,
mit dem ich das Telefon ja, an jedem Lenker befestigen kann, ohne dass irgendwas passieren kann, mit einer ganz geringen Auflagefläche. Was aber unsichtbar ist, ja, ist die Entwicklungsarbeit, was die Magnete angeht. Dieser Anschluss funktioniert ja mit einer Mechanik und auch mit Magneten. Und ihr seht das hier schon im Hintergrund, das hat viel, viel Entwicklungsarbeit gekostet, erstmal überhaupt das hinzubekommen. Wireless laden zu können, einfach auf die Ladestation drauflegen zu können. Da ist jeder Magnet, der hier im Hintergrund falsch befestigt ist, ein echtes Problem. Hier seht ihr den Arbeitsplatz von den Peak Design Entwicklern. Hier die ganzen Magnete aufgesetzt, verschiedene Modelle, verschiedene Muster. Ja, Spannung, Magnet. Ich bin jetzt nicht ganz perfekt in Physik, aber da entstehen halt auch Ladungen, die nicht gestört werden dürfen. Aber vorsichtig, das geht auch wirklich nur mit zertifizierten Ladegeräten. Also zum Beispiel mit dem Apple Original-Ladegerät, mit jedem hochwertigen Belkin und so weiter Ladegerät. Ich wäre ein bisschen vorsichtig bei den ganz billigen, die man so auf den verschiedenen Plattformen klicken kann. Also mit jedem vernünftigen Qi-Charging-Ladegerät kann man wireless laden. Gehen wir rüber zum Bike-Mount. Fürs Fahrrad gibt es zwei Adapter fürs Smartphone. Einmal den Universal-Mount, den man mit so einem Gummistrap überall anbringen kann, zeige ich euch später. Und den Outfront Bike Mount, so wie man es vielleicht auch vom Fahrradcomputer kennt, einfach vorm Lenker das Smartphone zu haben. Auch da ist viel Gehirnschmalz drin. Ich packe den mal aus. Mitgeliefert wird einmal der Mount, das passende Werkzeug, eine Flügelschraube, ein GoPro-Adapter. Gleich im Lieferumfang mit drin, noch so kleine Adapter. Und natürlich hier auch die Anleitung, wo sehr schön beschrieben wird, wie das Ganze montiert wird. Ja, das ist diese Standardgröße, die man bei Rennrädern kennt, 31,8 mm. Und es gibt natürlich hier noch so kleine Adapter, die man benutzen kann, um an schmalere Lenker das Ganze dran zu bekommen. Erstmal sehr beeindruckend, das Ganze ist aus Metall, Aluminium, sehr wertig, hier hinten geschraubt. Ihr seht, auch hier alles perfekt gefertigt. Und hier seht ihr jetzt auch das erste Mal den Öffnungs- und Schließmechanismus. Diese beiden Zähne öffnen und schließen sich. Zusätzlich sind hier Magnete angeordnet und hier ist dieser Rahmen im Hintergrund. Da gehen diese Zähne rein und zwar vollautomatisch durch die Magnete. Zack und das Ganze sitzt bombenfest und erst wenn ich hier seitlich drücke, kann ich das Gerät wieder abnehmen. Und natürlich auch im Querformat. Und das ist etwas, wo Peak Design, ja, ich bin schon seit 4 oder 5 Jahren, höre ich mir das an, wie lange die entwickelt haben, genau diesen Mechanismus hinzubekommen. Gerades Abnehmen, wir reden hier tatsächlich davon, ich kann das Telefon nach oben abnehmen. Viele, viele andere Lösungen muss ich ja seitlich drehen. Guckt mal ganz genau, wie nah dran ja, diese Auflagefläche hier ist. Das heißt, wir haben hier null Bewegung in die Seite, also so gut wie gar keine Bewegung in die Seite. Jeder andere Mount, nehmen wir mal exemplarisch diesen blauen hier, da seht ihr, dass ihr immer, normalerweise habt ihr immer einen großen Abstand hier. Je näher man dran ist am Smartphone und an der Auflagefläche, ja, desto weniger kann es wackeln. Und da merkt man auch, dass Peak Design aus der Fotografie kommt, weil da, auch hier auf dem Stativ, ist das Auflagemaß sehr, sehr wichtig. Wenn ich eine Kamera auf dem Stativ setze und je näher dran ich am Stativkopf bin mit der Kamera, desto weniger Vibrationen habe ich, desto weniger Winkel gibt es, damit überhaupt was verwackeln kann. Hier hinten auf dem Foto seht ihr das auch, wie schön flach das geradeaus über den Lenker hinausragt. Dieser kleine GoPro-Mount, ganz einfach das hier hinten abschrauben. Werkzeug wird mitgeliefert. Sehr wichtig, die Mitte ist hier ausgefräst. Hier habt ihr das Gegenstück. Das ist ja wichtig für die Stabilität, dass sich das nicht nach rechts und links bewegt. Schraube nehmen, wieder festschrauben. Zack, sehr schöner, stabiler GoPro-Mount. Ja, hier das Peak Design Limited Edition Rad, was ihr aus dem Video kennt. Ja, und hier ist natürlich der Bike Mount auch schon installiert. Es gibt aber dieses kleine Schräubchen, um es schnell abzubringen. Es gibt aber noch eine schöne Funktion, um mit dem Smartphone zu filmen während der Fahrt. Ich schraube den Mount jetzt mal ab. Bevor ich das jetzt anschraube, in unserem Fall brauche ich ja diese Adapter nicht. Wenn ihr diese Adapter braucht, müsst ihr hier von oben reindrücken und den erstmal rausnehmen. Und dann das Reduzierstück reinmachen für dünnere Lenker. In unserem Fall nehmen wir jetzt wieder den anderen hier rein. Und das hier innen drin ist auch Kunststoff, sodass dann Carbonlenker auch nicht kaputt gehen kann. So, und jetzt können wir den Mount hier mit der Flügelschraube einfach festdrehen. Ja, und diese Schraube ist genauso konzipiert, dass sie wirklich schön hier dran vorbeipasst. Und trotzdem griffig genug ist, um genügend Kraft auszuüben. Und ihr seht, wie schön flach das am Lenker sitzt. Richtig, richtig cool. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Bringe das iPhone so an, dass die Kamera oben links ist. Drehe kurz die Schraube ein bisschen auf.
drehe den Halter nach vorne, schraube ihn fest. Ja, und jetzt könnt ihr schön eure Fahrtrichtung filmen, einfach hier Video starten. Das Ganze sitzt sehr stabil und die Smartphones sind ja heutzutage auch schon alle stabilisiert. Das heißt, da kriegt man auf jeden Fall, ja, vielleicht eine schöne Großglockner-Abfahrt oder sowas, kriegt man auf jeden Fall brauchbares Videomaterial raus. Zack, Mount ist wieder fest und jetzt seht ihr auch mal, wie das im Querformat aussieht. Und ich habe hier sogar noch genug Platz, meine Hand richtig am Lenker festzuhalten. Zusätzlich zum Outfront-Mount gibt es noch diesen Universal-Mount. Ihr seht den Hintergrund hier installiert, zum Beispiel am Vorbau, am Mountainbike-Lenker könnte ich mir den vorstellen, da wo man vielleicht keinen Outfront-Mount haben möchte. Aber es gibt natürlich auch viele andere Anwendungszwecke, wo man gar nicht so schnell drauf kommt. Zum Beispiel Kinderwagen, einfach den Kinderwagen, den Jogger vor sich herschieben, am Fotostativ, runde Beine, Smartphone anbringen, ja, am Rollator, was weiß ich, alte Menschen, die einen Rollator haben, könnten da ihr Smartphone vorne drauf machen zur Navigation und so weiter. Also jedes runde Rohr, da das Smartphone anbringen zu können, ist schon echt eine coole Sache. Und natürlich gleiche Funktionalität, klack, anbringen und wieder abnehmen. Jetzt geht es erstmal ums Auto und zwar der Bike Mount, den klebt man letztendlich einfach ans Armaturenbrett. Den gibt es einmal mit Wireless Charging Option, einmal ohne. Hier packe ich jetzt den ohne aus. Mitgeliefert wird der Mount und natürlich hier die Anleitung. Und ganz wichtig, immer auspacken. Hier ist ein kleines Tuch, auch wieder mit Alkohol, um die Oberfläche zu reinigen, da wo ihr es draufkleben möchtet. Und noch ein 3M-Aufkleber, ein zweiter, falls ihr euch verklebt oder das nächste Auto habt. Beim Bike Mount habt ihr ja gesehen, diese Zähne zum Einrasten, die wichtig sind, damit das Smartphone nicht vom Lenker fällt. Im Auto braucht ihr das nicht, da hält das Ganze magnetisch und auch sehr gut magnetisch. Zack, dran und ich kann hier wackeln, ohne dass es abfällt. Das heißt, hier habe ich rein eine magnetische Verbindung, ohne die Clips. Reicht auch und ist auch praktischer, weil ich ja mit einer Hand das Smartphone auch wieder von meinem Halter ab und annehmen will, wenn ich ein- und aussteige. Ihr seht hier diese kleine Rundung, ganz bisschen leichte Flexibilität hat die, das ist so ein bisschen Kunststoff. Damit könnt ihr das relativ gut an viele Flächen drankleben, selbst wenn die gerade ist. Mit ein bisschen Druck kann man das rankleben. Ganz wichtiger Punkt, macht das bei über 10 Grad oder heizt euer Auto ein bisschen auf. Wenn das nicht geht, vielleicht mit dem Föhn die Oberfläche schon mal ein bisschen anwärmen, damit, weil je wärmer es ist, desto besser funktioniert dieser Kleber und dann 24 Stunden warten, bis es klebt. Ihr seht hier das etwas dickere Modell, hat einen USB-C-Anschluss, mit dem ich auch mein Smartphone ja induktiv laden kann. So, als erstes mache ich natürlich erstmal den Test ohne zu kleben. Wo könnte das Ganze hinpassen? Also ich habe hier schon die Idee, das hier oben anzubringen. Ihr seht, hier hat man ja diese Wölbung. Das heißt, normalerweise an Armaturenbrettern schmiegt sich das an. Das heißt, hier könnte ich es anbringen, dann mit dem Kugelkopf ein bisschen gerade stellen. Mache hier dann auch mal das Smartphone dran, gucke, ob das gut aussehen würde, wenn ich fahre, ob ich sehen kann. Ich kann es auch noch ein bisschen zu mir neigen, damit Face ID auch funktioniert. Ich hatte vorher eine Lösung. Ja, da war das Smartphone hier. Blende ich euch jetzt mal ein Foto ein. Hier ist es natürlich viel schöner angebracht. Die Halterung für den Beifahrer, die mache ich ohne Ladeoption. Hier mit dem Kugelkopf nochmal. Ich habe ja eine ziemliche Flexibilität. Also ich kann auch hier wieder überlegen, das irgendwie hier anzubringen. Aber auch mit dieser Wölbung würde es zumindest bei diesem Fahrzeug, könnte ich es auch so anbringen. Und wahrscheinlich finde ich das sogar als bessere Option. So. Und dann richtig festdrücken. Das halte ich jetzt mal so für 30 Sekunden, eine Minute. Die endgültige Festigkeit hat man erst nach 24 Stunden. Das heißt, in den ersten 24 Stunden vorsichtig damit umgehen. Zum Laden wird mitgeliefert hier so ein kleines Zigarettenanzünder-Adapterteilchen. Dann befestige ich die zweite Halterung mal direkt hier. Das ist auch eine der zweiten Optionen, wenn man es nicht oben anbringt, seitlich anbringen. Auch hier kräftig drücken. Beim Abnehmen, ganz wichtig, das habe ich auch gerade letztens gehabt, als ich ein Auto wieder abgeben musste. Ja, am besten mit Zahnseide ist eine gute Idee oder so ein Nylonfaden dahinter gehen. Vorher mit dem Föhn das Ganze ein bisschen erhitzen, dann kriegt man das rückstandsfrei auch wieder ab. Ja, jetzt nochmal generell zur Funktionalität. Einfach dran pappen. Ich fasse jetzt dahinter, um es abzunehmen, weil ich die 24 Stunden noch nicht rum habe. Aber normalerweise dran machen, wieder wegnehmen, ohne die Halterung anfassen zu können. Ich finde eine sehr, sehr kleine, unauffällige Halterung, insbesondere zu meiner Konstruktion, die ich vorher hatte. Und was natürlich auch richtig toll ist, ich kann natürlich auch
das Telefon im Querformat oder im Hochformat dranhängen, alles mit einem Handgriff. Ja, kleiner Bonus, ihr müsst nicht unbedingt die Peak Design Hülle nutzen, also bei den iPhones, die schon hier hinten diese Magnete drin haben, funktioniert das Ganze auch ohne Hülle. Wo ihr auch aufpassen müsst, wenn ihr die Verpackung aufmacht, hier ist so ein kleiner Umschlag drin mit so kleinen Kabelhalterungen. Die sind dafür gedacht, ja, damit ihr euer Kabel einfach hier im Auto direkt verlegen könnt und könnt es theoretisch hier irgendwo befestigen. Ja, soviel zu dem K-Mount. Extrem schlanke Lösung, passt perfekt ins System. Alle meine Bekannten, die Motorrad fahren, haben ihre Geräte momentan eingemottet, ohne Nummernschild, ohne alles. Das heißt, das muss ich euch jetzt einfach mal so ohne Motorrad zeigen. Ja, dieser Smartphone-Mount, das ist der einzige, der auch wirklich Vibrationen absorbieren kann. Es gibt zwei Modelle. Hier im Hintergrund seht ihr eins. Ich kenne mich nicht so mit Motorrädern aus, aber es gibt Motorräder, die einfach ja, so einen Lenker haben und eben nicht diesen Stem-Mount benutzen können, wo man einfach mit so einem Bügel, wie ihr es auch eben beim Fahrrad gesehen hat, den Mount befestigen kann. Den habe ich hier einmal. Ja, und dann seht ihr hier ein Motorrad, wo man direkt ja, das Ganze in den Gabelschaft reinschrauben kann. Ja, anders als beim Radfahren hat man beim Motorrad natürlich den Motor und der natürlich sehr, sehr viele Vibrationen überträgt. Hier von der Seite gesehen seht ihr, dass das Ganze flexibel ist. Und zwar sind das hier so viele so kleine Gumminöpsel, die hier so ein bisschen Flexibilität reinbringen, dass das Ganze dann wirklich ja, während der Fahrt super ablesbar ist. Hier wieder das gleiche System wie beim Bike Mount. Hier sind ganz wichtig diese Zähne, damit es auch wirklich einrastet und fest sitzt. Der Mount zum Anbringen an den Stangen hat noch eine Besonderheit, wenn ich den hier so ein bisschen locker schraube. Oftmals hat man beim Motorrad auch einen schräg nach vorne laufenden Lenker. Und so kann ich hier in einzelnen Stücken, das rastet auch jedes Mal wieder rein, das Smartphone sehr gerade ausrichten. Beim Mount für den Gabelschaft brauche ich das nicht. Hier gibt es zwei Adapter, einmal für dicke Rohre und für dünne Rohre. Hier habt ihr aber die Möglichkeit, in der Höhe und den Winkel einzustellen, nach Belieben. Hier auch nochmal der Universal-Mount, den kann ich natürlich am Motorrad auch anbringen. Wenn mir das mit der Dämpfung nicht so wichtig ist, weil die habe ich hier natürlich nicht, diese Dämpfungseigenschaften, hätte aber die Option, das natürlich auch einfach am Lenker zu befestigen, wäre jetzt eine Option, Leihmotorrad im Urlaub. Das Mobile Tripod, seht ihr im Hintergrund schon, lässt sich sogar auf Gestein ausrichten. Schöner Blick, ich glaube San Francisco ist das. Ihr seht schon, hier in der Mitte ist ja dieses kleine Loch, wo dann die Beine nachher verschwinden werden. Trotzdem hält das hier magnetisch. Und da sieht man auch schon, hier drumherum sind die Magnete angeordnet. Querformat, Hochformat. Hier unten dieser kleine Kugelkopf, mit dem kann man das sehr gut ausrichten. Hier seht ihr, alles ist sehr stabil, aber wenn euch das zu locker ist oder zu fest, gibt es hier versteckt ein Werkzeug. Wenn ich euch das jetzt nicht im Video zeigen würde, würdet ihr es vielleicht sogar übersehen. Hier einmal drauf drücken, hier seitlich in das Loch könnt ihr den Kugelkopf etwas leichter oder etwas schwergängiger stellen. Danach magnetisch einfach das Werkzeug hier wieder reinstecken. Ihr habt auch schon gesehen, dass ich eben mal so nebenbei die Beine ein- und ausgeklappt habe. Sehr, sehr einfach ein- und ausklappen. Zack, zack. Und jetzt wirklich das sehr Erstaunliche. Ich klappe das hier rein und ihr seht, wie dünn und klein dieses Stativ ist. Es verjüngt sich etwas in die Richtung nach unten. Einfach hinten auf die Hülle packen. Sitzt bombenfest und stört auch nicht. Ja, und auch im täglichen Gebrauch, dadurch, dass es sich hier nach unten so ein bisschen verjüngt, lässt es sich auch super einfach in die Hosentasche stecken. Stört nicht. Kommen wir zu den Wallets. Gibt es zwei Varianten. Eine kleinere, sehr schlanke, die ich sehr schön finde und noch eine weitere. Ja, die sich hier auch so ein bisschen magnetisch aufmachen lässt. Die hat den Vorteil, ja, wenn ich die angebracht habe, kann ich mein Telefon auch hinstellen. Ansonsten einfach hier aufziehen, Karte rausnehmen, Karte wieder reinstecken. Für mich wäre das kleinere Wallet hier ein bisschen interessanter. Passen, glaube ich, auch 3 oder 4 Karten locker rein, sodass man nichts anderes mitnehmen muss, außer sein Smartphone mit der Wallet hinten dran. Ja, dieser kleine Wallmount, den gibt es als einziges auch neben dieser Anthrazitfarbe, auch in einer hellen Farbe. Der ist eigentlich dafür gedacht, ihn irgendwo zu Hause oder wo auch immer hinzukleben. Kann übrigens sogar im Auto hingeklebt werden, wenn man irgendwo eine gerade Fläche hat. Was sind das für Orte? Es könnte im Wohnzimmer sein, wenn ihr irgendwie ein kleines iPad an der Wand habt, um das Licht zu steuern und so weiter. Da einfach hinkleben. In der Küche, am Küchenschrank, um Rezepte abzulesen. Im Bad finde ich es ganz gut. Oder wie ihr es hier hinten seht, in der Fahrradwerkstatt. Ihr guckt ein YouTube-Video, wie geht denn das? Habt euer Smartphone direkt hinten an der Wand im Blickfeld und könnt euch das ansehen. Ja, neben dem Auto gibt es auch für zu Hause eine Ladestation von Peak Design. Ja, ganz witzig, sogar im aufrechten Zustand halten die AirPods hier dran. Bei mir steht das Ganze auf dem Nachtschrank. Ich kann das Smartphone
ja, im Querformat dran mache oder eben im Hochformat. Ich kann es auch einfach als flaches Qi-Charging-Gerät gehen. Es richtet sich immer automatisch am Magneten aus. Das USB-C-Kabel wird hier an der Rückseite hineingeführt. Hier unten ist der Anschluss. Schöne Sache, sehr solide, also auch sehr schwer, sodass man hier mit einer Hand arbeiten kann und das Telefon an- und abbringen kann. Würde sich wahrscheinlich auch auf dem Schreibtisch gut machen und mit dem Einhandbetrieb echt toll. Als letztes kleines Tool das Mobile Creator Kit. Das ist etwas, was ich hier einfach am Stativ anbringen kann. Hier hinten AK Swiss-kompatible Platte. Das ist die gleiche Platte, die ihr auch vom Capture Clip kennt. Ja, und damit kann ich mein Smartphone auch am Rucksack anbringen. Einfach hier über den Capture Clip das Telefon mit Kamera nach vorne anbringen. Und dann habe ich hier auch die Möglichkeit, ja, zum Beispiel einen Film zu drehen, auch in Laufrichtung, wenn ich wandere oder ähnliches. Hier unten befindet sich eine kleine Schraube. Wenn ich die festschraube, sitzt es noch fester am Clip. Und hier habe ich natürlich auch den Anschluss mit den Zähnchen. Es muss sich natürlich hier fest einhaken, damit nicht versehentlich irgendwas runterfällt. So, gefühlte 5 Stunden später, wer hätte gedacht, dass man zu diesem ganzen Kleinkram hier, was hier auf dem Tisch liegt, so viel erzählen kann. Aber was man auch sagen muss, Peak Design ist sehr, sehr genau, was die Details angeht. Sowohl in dem Kamerazubehör, was ich euch hier nebenbei schon erwähnt habe, auch bei diesen Produkten. Ihr habt gesehen, bis ins kleinste Detail wurde genau, ja, entwickelt, probiert, getestet, jahrelang getestet. Und es ist wirklich toll geworden. Es gibt nichts Schlankeres. Diese ganzen Optionen mit Magnet, trotzdem Wireless Charging, ziemliches Highlight. Falls ihr noch Fragen habt, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erklären. Eigentlich dürften keine Fragen offen sein, aber wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Guckt euch das bei uns im Shop auch nochmal in Ruhe an, was es alles gibt. Mein Lieblingsprodukt ist jetzt schon, ich mag diesen Ladestand auf meinem Nachtschrank. Im Auto habe ich noch keine schlankere Halterung gefunden als die, die wirklich so unauffällig und wirklich auch dabei noch schick aussieht. Ja, und dieses kleine Mini-Stativ, das muss jetzt auch bei jeder Radfahrt dabei sein. Richtig super. Und den Bike Mount fahre ich jetzt zumindest im Alltag schon durch die Gegend und finde das richtig cool, mein Handy vorne am Lenker zu haben. Also hinterlasst einen Daumen, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt kommt nochmal die Messlehre. Messlehre oder Schieblehre? Geht beides wahrscheinlich, ne? Hier jetzt in das Auto einbauen werde. Also einfach die Rollatoren, das mal drin, oder nicht? Zur Navigation, richtig geil. Als wenn die so nach Wolfsburg damit fahren wollen. Das lassen wir drin. Ist ja auch irgendwie ganz lustig.